Moin, eigentlich mache ich keine Unboxing-Videos, aber wir machen jetzt mal ein ganz kurzes teasendes Unboxing-Video. Los geht's. Ja, das werdet ihr schon kennen. Das ist hier eine Raspberry 4 und eine SD-Karte. Und hier haben wir nochmal eine kleine Platine, um die zu versorgen, auch mit 12 Volt, denn das wird der Plan. Das ist nicht das Spektakuläre, sondern das, was in der grauen Box da ist. Ich habe mir da was Neues überlegt, womit ich mich beschäftigen möchte. Und ja, das hier wollen wir uns gleich mal angucken. Ja, ich war einkaufen bei WACMAT. Wer ist WACMAT? WACMAT stellt eine Leiterplatte her, eine DAISY. Das AIS in DAISY steht für Automatic Identification System. Das ist das, was Schiffe nutzen, um über Ultrakurzwelle ihre Position, Geschwindigkeit und Richtung zu senden, sodass andere Schiffe das empfangen können und gucken können, wo fährt er denn hin, und so sollen Kollisionen vermieden werden. Ich möchte mir sowas bauen. DAISY ist eine Head-Leiterplatte, die man also auf eine Raspberry setzt. Ich habe mich für eine 4er entschieden. PI hat bietet dazu ein Gehäuse, so ein 3D-Druckgehäuse an, um das Ganze nett zu verpacken. Muss man ein bisschen fummeln, bis man weiß, wie man es zusammenbaut. Aber ist ganz nett. Hat sogar so viel Abstand, dass noch Kühlkörper dazwischen passen. Also auf die Raspberry und die Leiterplatte, also diese Head-Leiterplatte von WACMAT. Ich habe das Ganze in den USA bestellt. Dadurch muss ich ein bisschen am Zoll warten. Das war ein bisschen nervig. Ich empfehle euch, das in Europa zu bestellen. Noch geht England, PI hat direkt. Aber Belgien und so, die haben das auch. Und deswegen lieber in Europa bestellen. Ja, also mein Ziel persönlich ist, einmal will ich einen Plotter bauen, mal zum Testen, aber das ist eigentlich nicht die Lösung, die ich anstrebe, sondern ich nutze auf dem Tablet eine Software, die nennt sich NV-Charts. Und da möchte ich gerne die NMEA-Informationen einspeisen. Also das sind Informationen, die man im Schiffnetzwerk nutzen kann, um ja verschiedene Geräte miteinander zu verbinden. Und ich möchte quasi hier die Raspberry als NMEA-Multiplexer nutzen, die AIS-Informationen auslesen und dann an mein Tablet über WLAN übertragen, um das dann als ja Plotter zu nutzen. Also das Plotter nutze ich schon, aber dann eben auch mit AIS-Informationen. Ja, hatte ich Lust drauf, selbst zu machen. Es gibt natürlich auch fertige Lösungen am Markt. Die einen sind relativ teuer. Ja, die anderen sind vielleicht nicht ganz so leistungsfähig, weiß man nicht. Ist mal wieder ein bisschen Spaß. Heute mal keine Home-Automatisierung und auch kein Node-RED, weil Node-RED brauchen wir hierfür jetzt erstmal nicht. Aber ich finde ein ganz spannendes Projekt. Ich freue mich da schon drauf. Und deswegen habe ich das Ding schon mal zusammengebaut. Jetzt brauche ich nur noch Zeit, um mich um die Software zu kümmern und das Ganze mal anzugehen. Und ich hoffe, manche von euch finden das auch spannend. Und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin.